Jungs und Mädels, was geht ab? In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr bei GTA 5 Fahrzeuge tunen lassen könnt. Somit gibt es auch heute mal wieder ein weiteres Anfänger-Tutorial, was nur für Neueinsteiger in GTA 5 gedacht ist. Ich werde das Video in zwei Teile einteilen. Zuerst werden wir uns also angucken, wie das Ganze aussieht mit Fahrzeugen, die ihr euch auf der Straße geklaut habt, die also nicht euch selber gehören. Danach werden wir uns angucken, wie ihr Fahrzeuge, die ihr euch selber gekauft habt, tunen lassen könnt. Wie gesagt, wir fangen jetzt erstmal damit an, dass wir uns ein Fahrzeug klauen werden und das werden wir dann tunen lassen. Falls euch nur der Part interessieren sollte, wie das Ganze mit Autos funktioniert, die ihr euch selber gekauft habt oder natürlich auch mit Motorrädern, generell mit irgendwelchen Fahrzeugen, dann guckt einfach mal, ich habe das Video hier in zwei Teile eingeteilt bei YouTube. Ihr könnt dann direkt also zu dem nächsten Kapitel, so heißt es glaube ich, vorspulen. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall darauf achten, dass das Auto, welches wir tunen lassen wollen, nicht zu teuer ist. Wir können jetzt einfach mal direkt hier in LS Customs reinfahren. Wir müssen uns auf jeden Fall auf der Karte einsuchen, wie ihr die findet. Das sollte, denke ich mal, jeder wissen. Ich werde euch das Ganze jetzt gleich aber auch noch mal kurz zeigen. Und dann können wir jetzt hier zum Beispiel eine Panzerung draufpacken. Oftmals steht hier dann aber auch gerade bei den Sachen, wo dann noch so ein Schloss nebenbei ist, welche Sachen man erreichen muss, damit einem das überhaupt freigeschaltet wird. In diesem Fall steht hier jetzt, dieser Gegenstand wird freigeschaltet, wenn du Rang 30 erreichst. Das bedeutet, ihr könnt auch nicht direkt alle Tuning-Sachen draufpacken. Ihr müsst nämlich manchmal hier auch noch so Sachen vorher erreichen oder erfüllen, bevor ihr das machen könnt. Hier zum Beispiel müsst ihr entweder mit dieser Klasse 21 Rennen noch gewinnen oder Rang 50 erreichen. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel die Panzerung verbessern, bessere Bremsen draufpacken, den Motor verbessern, Auspuff, Sprengstoff könnt ihr sogar auch auf euer Auto draufpacken. Im Prinzip alles, was das Herz begehrt. Oder ihr könnt es natürlich auch verkaufen, wenn ihr wollt, aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn des Videos. Dazu habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht. Falls das Auto, mit dem ihr zu LS Customs reinfahrt, zu gut ist, also zu teuer oder zu sportlich, sage ich mal, dann könnt ihr das nicht tunen lassen. Dann steht da nämlich irgendwie, dieses Auto oder dieses Fahrzeug ist zu heiß zum Tunen. Dann müsst ihr euch eins suchen oder eins klauen, was weniger teuer ist. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil, und zwar wie man Fahrzeuge, die man sich selber gekauft hat, ebenfalls tunen lassen kann. Wir müssen wieder zu LS Customs reinfahren. Ich zeige das jetzt nochmal ganz kurz hier auf der Map. LS Customs sind immer diese Spraydosen. Da gibt es insgesamt 4 Stück von auf der ganzen Karte. Einen hier unten relativ im Süden. Dann gibt es einen hier Mitte bis Osten, würde ich sagen. Dann einen ganz hier oben, also fast ganz oben. Da geht es ja noch viel weiter nördlich. Und das ist hier halt in der Nähe vom Gefängnis, da wo auch gerade das wöchentliche Zeitrennen ist. Und dann gibt es hier eben noch einen, bei dem ich gerade auch bin. Wir fahren hier rein, und es ist generell so, dass ihr immer ein Fahrzeug, welches ihr tunen lassen wollt, erstmal reparieren müsst. Ich habe das natürlich jetzt hier extra fürs Video gemacht und nicht, weil ich vorher wie ein Idiot gegen eine Sache gefahren bin natürlich. Dafür muss ich jetzt gerade $195 nochmal bezahlen, und jetzt kann ich auch hier das Ganze tunen lassen. Hier ist aber wieder das Gleiche. Hier muss ich für viele Sachen erstmal eine bestimmte Stufe oder so erreichen, zum Beispiel hier für den Motor. Da habe ich lange noch nicht alle Verbesserungen freigeschalten. Und das müsst ihr bei euch auf jeden Fall auch machen. Vorher könnt ihr euer Motorrad oder euer Auto, je nachdem was ihr tun lassen wollt, nicht unbegrenzt verbessern. Bei Fahrzeugen, die ihr euch selber gekauft habt, ist es hingegen so, dass ihr dort, egal wie teuer die sind, alle Fahrzeuge tun lassen könnt. Das ist kein Problem. Nur bei Fahrzeugen, die ihr auf der Straße geklaut habt, da funktioniert das nicht uneingeschränkt. Und dann war es das im Prinzip schon wieder mit dem Video heute. Falls ich euch wieder mal weiterhelfen konnte, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen, so würdet ihr mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Falls ihr auch in der nächsten Zeit keine weiteren GTA-Tutorials mehr für Anfänger und Fortgeschrittene verpassen wollt, lasst diesem Kanal hier gerne auch ein Abo da. Ich lade jeden zweiten Tag, wenn ich es hinkriege, ein Video hoch über GTA 5, in dem ich euch neue Tipps und Tricks zeige. Mein Ziel ist es nämlich auch in diesem Jahr, also in 2021, noch die 1000 Abonnenten hier auf diesem Kanal zu erreichen. Ich weiß, wir sind noch weit davon entfernt, aber ich bin auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass wir das schaffen können. Falls ihr mich also unterstützen wollt, wie gesagt, lasst natürlich gerne ein Like da, und falls ihr Verbesserungsvorschläge für mich haben solltet, schreibt mir die natürlich auch gerne in die Kommentare, dann weiß ich auf jeden Fall, wie ich meine Videos noch verbessern kann. Falls ihr weitere Fragen bezüglich GTA 5 habt, schreibt auch die in die Kommentare, dann kann ich da in der nächsten Zeit mal ein Video zu hochladen, und dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle auch wieder fürs Zuschauen. Und haut rein. Everything changes.